Hey du! Bei Zornesfalten und Stirnfalten ist die Alltagsmimik oft das größte Problem. Viele Menschen können ihren Augenringmuskel nicht mehr unabhängig von ihren Augenbrauen bewegen. Leg einmal deine Zeigefinger auf die Augenbrauen und probier das selber aus. Fliegen die Brauen in die Höhe? Oder bist du in der Lage, deine Augen weit aufzumachen, ohne dass die Augenbrauen sich mitbewegen? Probier mal eine liegende Acht zu machen mit deinen Augen. Und falls deine Augenbrauen sich mitbewegen, leg deine Zeigefinger drauf, um sie zu schulen, um dir selbst beizubringen, die Augenbrauen ruhig zu halten. Dasselbe kannst du machen, indem du in einem Kreis deine Augen bewegst. Und wenn das nicht gelingt, legst du deine Zeigefinger drauf. Das ist ein sehr wichtiges Achtsamkeitstraining. Um keine Tipps mehr zu verpassen, abonniere meinen Kanal.